schlechte Nachrichten, Leute. Wir haben zwar Luke Miller und Krankfried besiegt, aber nach einem erneuten Kampf gegen Claude und seinen Azubi, der sich jetzt endlich als Bowser offenbart hat, er hat sich jetzt wieder erinnern können, wer er ist, da ist leider die Sternbohne vor Wut in die Luft gegangen und ist in 4 Teile zerbrochen. Und wir sind mit der Sternbohne auch in den Himmel geflogen, jetzt sind wir auf der Isla Hihihi gelandet. Sehr witzig. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder wegkommen. Also laut Karte, ihr seht es ja oben, da rechts drüben sind wir. Und da unten war die Blachhochschule. Und apropos, wir haben ja wieder was Neues bekommen. Weil Claude und auch Bowser haben was hinterlassen. Und zwar beide eigentlich einen Orden. Und zwar einmal... hier. Claudes Klunker A. Claudes Orden, hohe Geschwindigkeit steigert tolle Treffer. Und die Baus Azubi Brosche Doppel A. Baus Azubis treue Beweis für Claude. Boah, vor allem plus 25 Verteidigung, aber ich glaube vielleicht lieber statt Luigi vielleicht. Statt so einem Schulemblem. Jawohl, da würden wir die BP um 10 sinken, aber Alter, der hätte dann 108 Verteidigung, das ist so übel. Angriff wird um 3 sinken, BP um 10, aber bitte 25 Verteidigung mehr, das ist doch voll krass. Ich gebe ihm das, ist mir jetzt egal. Ich kann auf weniger BP komme ich trotzdem klar, das kann ich ja dann beim nächsten Level auch wieder mit dem Bonusrad erhöhen, mit dem Bonusroulette. Aber bitte 25 Verteidigungspunkte mehr ist schon nice. Bitteschön, so. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir natürlich irgendwie einen Weg von dieser Insel runterfinden. Hier steht ein Radio. Hier liegt ein altes Tonbandgerät abspielen, aber nein, aber sofort. Eine Woche ist vergangen, seit die Grinsologie-Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Die rätselhaften Lebewesen, welche diese Insel bevölkern, nennen wir Gekicher. Sie bemühen sich, wie wir mit Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Gekicher. Es wird echt immer lächerlicher in diesem Spiel. Die Story ist teilweise so bekloppt und... Das ist ja hier... Das ist ein Tempel. Und hier ist so ein Gekicher. Ich werde niemandem das Geheimnis der Sternmauer im Südosten der Insel verraten. Irgendetwas passiert, wenn man an den Löchern in der Mauer Flammen und Donner darbringt. Aber das werde ich niemals verraten. Das hast du zwar gerade uns verraten, aber wir erzählen es doch niemandem weiter. Sind Geister lecker? Geister? Ich glaube, du bist ein falsches Spiel. Das hier ist nicht Luigi's Mansion 2. Oh, und hier haben wir jetzt ein orangefarbenes Gekicher. Ich auf dieser Insel große Stadt errichten. Dann ich werden in Stadt große Weise Bürgermeister. Jeder Mann braucht einen Traum. Na, dann träumen wir schön weiter. Und hier ist noch ein zweiter Tempel. Was ist denn hier los? Hier ist noch so ein Tempel. Ich habe ein Problem. Können nicht pfeifen. Oh, das ist sehr bedauerlich. Naja, wie bist du mit dem Schnabel pfeifen? Da kannst du nur zwitschern. Hier Feuerpalast, nebenan Donnerpalast. Interessant. Wir sind also im Feuerpalast. Da kriege ich ja richtige Legend of Zelda-Feelings. Voll so ein Feuertempel. Okay. Alter, die Musik ist voll geil. Puh, Gekicher jetzt erschöpft. Hä? Erschöpft? Wovon denn? Vom ständigen Kichern? Irgendwie finde ich ja, die Orangenen sehen so ein bisschen aus wie so ein Flemmli. Mit viel Fantasie. Ein Flemmli, was ein bisschen zu viel gegessen hat. Was machen, wenn im nächsten Zimmer treffen auf Herrn der Flammen? Was? Herr der Flammen? Alter, sag mal, was ist denn das hier alles? Mario, geh einfach mal gucken. Ich sein. Ja, ja, du sein, ich auch sein und ihr seid. Ja, natürlich. Kenn mir aus, weißt du Bescheid. Hammer. Willkommen im Feuerpalast. Herein spaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet und du hast mich warten lassen. Den letzten Besuch empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Wie bitte? Du? Hier? Nun ja, hier. Du weißt schon, hier.
Nanu, was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Na, wenn man 3000 Jahre lang keinen Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Tu dir keinen Zwang an und fühle dich wie zu Hause. Alles klar, ein sehr seltsamer Typ. Das ist der Herr der Flammen. Der weiß nicht mal, wer er ist und wo wir sind und was soll der Quatsch? Oh. Eine Glaskugel, in der eine Flamme brennt. Berühren. Nicht draufhauen, ich sagte berühren. Jetzt dämmert's mir! Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand erlernen kann! Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Du möchtest, dass ich dich die Fertigkeit der Feuerhand lehre, habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich an deiner Haltung, du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen oder mit Hilfe von L oder R die Feuerhand aus. Halte erst A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuch es einmal. Mario hat die Feuerhand erlernt. Klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, Entflammbares in deiner Nähe zu entzünden. Probiere es. Dir werden sich völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun, lebe wohl. Ey, das ist so geil. Jetzt können wir endlich die Feuerhand mit Mario ausführen. Also klar, man normalerweise, dass der das in dem Spiel nicht von Anfang an kann. Feuerbälle verschießen kann er doch in jedem anderen Super Mario Game größtenteils auch, aber gut, dafür braucht er meistens eine Feuerblume, sowas gibt es hier gar nicht. Und natürlich, das ist ja auch das Logischste, die logischste Schlussfolgerung, es gibt natürlich auch für, toll, wie kommt Mario jetzt hier wieder raus? Es gibt natürlich für Luigi ebenfalls eine eigene Fähigkeit. Achso, hier geht's raus. Voll dumm. So, hier kann ich gleich mal anzünden. Ja, schöne Tür offen. Und natürlich können wir das auch im Kampf benutzen. Sollte klar sein. So, Luigi, komm mal mit. Mit dir gehen wir natürlich jetzt rüber in den Donnerpalast, damit er dort seine eigene Handfähigkeit erlernt. So. Das war schon ziemlich geil, oder? So, warte mal, jetzt müssen wir hier erstmal wieder irgendwie zurückkommen. Moment. Nein, falsch. Das habe ich gemeint. So, Grinsebohne. Hier ist nochmal so ein Radio. Tonbandgerät abspielen, aber sofort. 3 Wochen, seit unsere Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Heute haben wir eine überraschende Entdeckung gemacht. Als wir uns einem roten Gekicher näherten und ein Feuer machten, verwandelte sich das rote Gekicher in ein Monster, sobald es mit der Flamme in Kontakt kam. Das Gekichermonster griff uns an. Ein Mitglied unserer Mannschaft wurde nach dem Monsterangriff selbst zu einem Gekicher. Es erscheint sinnvoll, sich den Gekichern nicht zu nähern, um sie nicht zu provozieren. Am besten sollte man sie aus einiger Entfernung mit Flammen angreifen. Denkbar, dass auch das blaue Gekicher unter einem Stimulus diese Metamorphose vollzieht. Entgegen aller Einwände und Risiken verdient es auch, diese Frage erforscht zu werden. Hä? Echt jetzt? Wenn das hier die Isla Hihihi im Kichermeer ist, sind wir dann das Gespött des Reichs? Ja, das ist eine gute Frage, kann ich auch nicht beantworten. So, konnte man jetzt bei denen wirklich? Nee, bringt doch gar nichts. Gespött des Reichs? Ihr seid kein Gespött des Reichs. Oh! Ich! Oh yeah! Alter, was geht mit dem ab? Ich habe ihn echt angezündet, ich wusste gar nicht mal, dass das geht! Ging das im Original auch schon, dass man hier... Wie geil ist das denn bitte? Hackebrüder! Ich wusste nicht mal, dass man gegen die kämpfen kann! Zumindest habe ich das im Original nie ausprobiert. Oh, er ist abgehauen.
Nee, doch nicht. Haha! Er hat mich verarscht. Ich sag, haha. Ja, findest du lustig, ne? Schlagbrüder. So. Ich habe einen Platz gemacht. Und der gibt nur 6 Erfahrungspunkte und er verliest das nicht. Das ist sehr seltsame Erfahrung gewesen. Ja, für mich auch. Ging das im Original auch schon? Ich hab das nie probiert, ich wusste nichts davon. So, egal. Dann müssen wir jetzt natürlich hier in den Donnerpalast rein mit Luigi. Das hier Donnerpalast, neben am Feuerpalast. You don't say. Und so bescheuert bin ich auch nicht, dass ich das nicht weiß, wenn wir vorhin schon im Feuerpalast waren, dass das hier der Donnerpalast ist. So, zack, 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 ein bisschen Geld. Ich habe ja so wenig Geld, ne? Bin ja so bettelarm. Aber endlich die... Also, man könnte fast sagen, dass es Schicksal war, dass wir gerade auf dieser Insel abgestürzt sind. Wir hätten ja sonst wo landen können. Puh, Gekicher jetzt erschöpft. Wovon sind die bitte erschöpft? Verstehe ich nicht. Ich sein wahrer Donnermeister. Oder wahrer Lügner. Wohl eher Zweiteres. So. Natürlich muss Luigi das auch hier wieder alleine machen. Du kannst uns nennen Gekicher, aber nicht fragen nach Grund. Dann frage ich eben nicht. Hammer! Du, der du dich zum Donnerpalast verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort und darum ziehe von dannen. Moment mal. Sir. Ich würde nur ganz gerne mal hier diese Kugel berühren, wenn ich darf. Oh nein! Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst... Hast du womöglich die Gabe der Donnerhand? Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in die Kunst der Donnerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen oder mit Hilfe von L oder R die Donnerhand aus. Halte erst B gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit kannst du einen Schirm von Donner und Blitz entfachen. Nun versuch es einmal. Thunder. Luigi hat die Donnerhand erlernt. Ja, ausgezeichnet. Setze diese Kraft mit Bedacht ein, wenn du einen Gegenstand den Eindruck erweckt, er könne Strom leiten. So lebendig habe ich mich lang nicht mehr gefühlt. Tja, und jetzt hat natürlich Luigi auch die Donnerhand gelernt. Ebenfalls eine sehr wichtige Fähigkeit, um im Spiel noch weiter voranzukommen. Und zwar können wir das jetzt an diesen blauen Kugeln testen. Die leiten nämlich Strom. Richtig geil. Und jetzt können wir eben mit der Feuer- und der Donnerhand im Kampf unsere Gegner entweder verbrennen oder schockieren. Das heißt, eigentlich könnte ich das bei denen da auch probieren. Weil das finde ich so geil hier. Feuer! Thunder! So, warte mal, ich will mal... Hä? Wieso geht das nicht? Nein, ich will dich nicht ansprechen. Schade. Ah, jetzt. Ich. So, den Kapitel wird ein neues Kapitel hinzugefügt. Na klar, wegen der Macht der Hand. Wie das Vieh einfach ausflippen ist. Es steht unter Strom. Das ist so fies eigentlich. So, jetzt haben wir hier auch die Hand.
Also, Gekicher Level 17, das steht jetzt auch. Drücke A, wenn der Anker vollständig aufgeladen sind, erziele mit dem richtigen Timing ein Exzellent. Gut merken. Wenn Gekicher Feuer nicht vertragen, dann Feuer machen Riesenschaden. Ich, au, oh, oh, oh. So, also ich glaube, die Blauen sind sehr, sehr empfindlich gegen Feuer und die Roten halt gegen Elektrizität. Schlagbruder. Aber ich finde das so geil. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich habe das nie ausprobiert und ist das jetzt neu. Ich weiß nicht, ob das im Original auf dem Game Boy Advance auch möglich war. Das ist sehr seltsame Erfahrung gewesen. Ja, in der Tat. Ich meine, müsst ihr mir in die Kommentare schauen, weil ich das jetzt wirklich auswendig nicht weiß. Ob das im Original auf dem Game Boy Advance auch schon möglich war, dass man diese Gekicher hier mit der Feuer- und der Donnerhand jeweils angreifen kann und sie dann bekämpfen kann. Ich könnte mich daran jetzt nicht wirklich erinnern, aber ich habe es ehrlich gesagt habe ich eigentlich auch nie ausprobiert. Also von daher, wo soll ich es wissen? So, blöder goldener Felsbrocken kann ich nicht kaputt machen? Doof? Wie kommen wir trotzdem von dieser Insel runter, hm? Ich glaube, ich habe eine Idee. Feuer! Und Thunder. So kommen wir von dieser Insel runter. Jetzt haben wir hier nämlich eine gelbe Röhre und wir haben ja schon mal erfahren, die gelben Röhren verbinden Meer und Land miteinander. So, und hier steht auch, halte A und B gedrückt und drücke dann das nach oben, um nach oben zu klettern. So kommen wir auch wieder nach oben. Es ist voll die geile Idee, so Rücken an Rücken. Ich weiß es nur nicht, war das nicht noch so? Gab es nicht noch eine Teleportröhre, eine grüne Röhre auch hier auf der Insel? Oder nicht? Ich bilde mir ein, dass es hier eine Röhre geben muss. Also eine grüne Röhre, aber ich weiß nicht, ob ich an die schon rankomme, vor allem wo die war. War die hier drüben irgendwo? Nee, ist nur so ein komischer Block. Eigenartig. Nicht hier hinten? Nee, hier kommen wir ja gar nicht lang. Nee, schade, ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht danach aus, als könnten wir hier irgendwie, seht ihr, hier kommen wir nirgendwo weiter. Das ist blöd. Ich hätte schwören können, dass es auf der Isla hier auch eine grüne Röhre gibt, so eine Warp-Röhre, aber scheinbar nicht. Und jetzt sind wir zum ersten Mal unter dem Meer. Wundert mich ehrlich gesagt auch, wie die beiden hier überhaupt so lange die Luft anhalten können. Kichermeer. Tipps für Tauchanfänger. Per Solosprung kann man den Meeresboden verlassen und durchs Wasser schwimmen. Drücke den jeweiligen Knopf schneller hintereinander, um dich nach oben zu bewegen. Tauchgruppen bis zu 2 Personen kommen besonders rasch voran. Ja, muss man natürlich erstmal damit klarkommen. So. Yeah. Die Musik ist auch irgendwie ganz geil. So, ich weiß nicht, schon speichern. Auf jeden Fall mal speichern. Wir müssen hier irgendwie raus und fragt mich nicht, wie Feuer unter Wasser brennen kann. Ich meine, Falle der Feuerhand könnte man sich darauf ausreden, dass es ja magisches Feuer ist und das kann halt auch unter Wasser brennen. Ich glaube, es ist ja immer so irgendwie Magnesiumfeuerbälle, das kann auch unter Wasser brennen und ist klar. Hin und wieder kommen hier also auch Goombas mit Taucherglocke runter. Ganz schön fies. Wo muss ich hin, Mann? Ich kenn mich hier kaum aus und hier ist eine Tür, ein Torbogen und aha, eine Qualle. Was die jetzt hier alles für neue Features noch ins Spiel eingebaut haben. Thunder und bitteschön. Genial. Aber ernsthaft, wie können die beiden so lange die Luft anhalten? Die haben doch keine Tauchausrüstung oder sonst irgendwas dabei. So, es sind natürlich auch noch Blooper. Blue. Und verdammt, hier ist die Tür zu. Verdammt, warum? Wieso? Weshalb? Was steht denn hier drauf? Umleitung zur Lachlagune.
Lachlagune? Mir ist nicht gerade jetzt nach Lachen zumute, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ah. Das werde ich jetzt wahrscheinlich wieder so fix versauen, weil jetzt muss ich mir, glaube ich, gleich merken, in welcher Reihenfolge die Flammen brennen. Und muss mir das eben merken und sie in der richtigen Reihenfolge natürlich anzünden. Ne? Sollte eigentlich klar sein, wenn ich da jetzt drauf habe. Es sind ja, na gut, es sind eh nur 5, aber ich weiß gar nicht, wie schnell das jetzt abwechselt. Also, ich probiere es einfach mal. Zack! Okay, ich glaube, ich hab's. Also die erste war auf jeden Fall die ganz links außen. Das war die erste. So. Die zweite war jetzt, glaube ich, die zweite von rechts. Die dritte war direkt daneben, in der Mitte. Dann ganz rechts außen die vierte. Und die letzte war doch, kann dann eigentlich nur hier gewesen sein. So, das war doch jetzt richtig. Jawohl. So, warum ist jetzt hier so ein Block? Die langsam die unter Wasser laufen. So, hier. Oh, Musik! Neue Musik erhalten! Yay! Sehr gut. Was ist denn hier nur los? Diese Musik ist famos, aber wir wollen doch eigentlich ganz woanders hin. Ich habe gar keinen Bock jetzt gegen irgendwelche blöden Blooper zu kämpfen. So, ha! Ich glaube, sind wir jetzt hier fertig? Ich guck mal nach oben. So. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Miller, ist der hier recht? Jeder wäre mir recht, nur mach schnell! Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Luke Miller ist immer noch da und sie hat sich jetzt scheinbar gerade mit Bowsers Körper verbunden. Das ist ein denkbar schlechtes Szenario. So, trotzdem haben wir jetzt hier mal ein Tor geöffnet und jetzt haben wir auch eine Abkürzung zum Meer. Und hier... Hey, wir kommen noch gar nicht lang. Bodenlandküste Surferparadies. Tja, noch können wir noch nicht surfen und vor allem... Jetzt wäre es wirklich mal... Zeit, den Part zu beenden. Was ist denn jetzt los? Oh, Prinz Marmek! Zum Gruß. Ich habe euch lang gesucht. Man hört, ihr seid in Schwierigkeiten. Oh. Genau, die Sternbohne ist in 4 Teile zersplittert und die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Was? Ihr helft mir, die Fragmente der Sternbohne zu suchen? Natürlich würde mich das sehr erfreuen. Doch lieber wäre es mir, wenn ihr beiden euch geschwind zum Flughafen Bohneland aufmachen würdet. Ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach beehrt unser bohnenreiches Land. Der Besuch ihrer Lieblichkeit der süßen Prinzessin ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Deshalb seid ihr gebeten, als Ehrengarde am Empfang von Prinzessin Peach teilzunehmen. Begebt euch also sofort zum Flughafen Bohneland. Übrigens, den Flughafen Bohneland findet ihr südlich von Bohnenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Wir treffen uns, sobald ihr kommt. Schwul. Ich habe immer das Gefühl, Prinz Marmek ist in Wirklichkeit schwul, aber... Ich weiß auch nicht, oder? Der ist einfach nur total mega selbstverliebt. Der ist der übelste Narzisst und hier komme ich nicht in Ruhe hier dazu, mal die Sachen jetzt zu suchen. So, komm, wir gehen jetzt erstmal hier in Bohnenburg erstmal speichern. Komm, jetzt muss ich wirklich den Part beenden. So, hier oben war doch jetzt irgendwo. Oder, hä? Warte mal. Nee, nicht hier, sondern da drüben. Konnten wir doch dann endlich mal speichern. So.
Hier oben, genau. Also Leute, es bleibt weiterhin sehr spannend, wie wir jetzt gesehen haben. Wir müssen hier immer noch die 4 Fragmente der Sternenbohne finden. Das, was mit Bowser bzw. Luke Miller passiert ist, ist auch nicht gerade angenehm. Auch wenn wir eigentlich so gesehen nichts davon wissen dürfen, das haben wir ja nur als Spieler so gesehen. Und warum sich Prinzessin Peach jetzt entschieden hat, in ihrem Zustand, sage ich mal, hierher zu kommen, nach Bohneland, ist auch mehr als fragwürdig. Das wird sich hoffentlich alles im nächsten Part aufklären, wenn wir uns dann aufmachen zum Flughafen von Bohneland. Also, bis zum nächsten Mal bei Mario und Luigi. Tschüss!